Hallo Aforbs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin der Marco und ich durfte mal wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen, oder einer meiner Lieblingsbeschäftigungen, ein verdammt großes Schiff von Kobi aufbauen. Ich bin ja großer Fan dieser Schiffe. Ich habe die Yamato aufgebaut, ich habe die Missouri aufgebaut. Ich hatte mir jeweils großen Spaß gemacht und ich habe, ach schon, über ein Jahr her, in einem ziemlich langen Speedbuild die Tirpitz aufgebaut. Hier steht sie immer noch. Und dieses Mal ist die USS Enterprise dran. Die USS Enterprise, das sagt noch nicht allzu viel, denn es gibt jede Menge Schiffe dieses Namens. Und dieses Schiff, der Flugzeugträger mit der Kennnummer CV6, ist sogar bereits das 7. Schiff dieses Namens gewesen. Jawohl. Wisst ihr eigentlich, was USS bedeutet? Ich wusste es erst nicht. Ich wusste, es ist irgendwie US-Marine, aber das heißt United States Ship, also Schiff der Vereinigten Staaten. Ja, ist ein Marineschiff. USS Enterprise, das ist nicht dieses NCC 1701-Ding, was durchs Weltall fliegt. Nein, das ist nicht in der Zukunft, sondern das ist aus der Ära des Zweiten Weltkriegs. 84 cm lang, 2510 Teile. Der Bau hat mir großen Spaß gemacht. Die Bauanleitung, die Bauanleitungen sind drei Bücher, die hier unten auch gleich einen Grund zeigen, warum mir das Set so gut gefällt. Pad printed, no stickers. Jawohl. Und wenn ihr jetzt denkt, na gut, dann sind vielleicht drei Prints drauf. Nö. Ich habe mal gezählt. Ich glaube, es sind 45 bedruckte Teile. 45. Hui, das ist nicht schlecht. Die Anleitung in Kobi-typischer Manier. Das, was aktuell gebaut wird, ist farbig dargestellt. Alles andere ist so ganz, ganz hell ausgegraut. Das ist im Fall dieses hellen Grautons okay. Das ist im Fall von Rot und Schwarz und Dunkelgrau und so natürlich absolut problemlos. Das ist im Fall dieser very light bluish-gray Teile, von denen wir hier so ein paar haben, dann nicht allzu gut zu erkennen. Deshalb mein Rat, dann verbaut man sich nicht so häufig wie ich. Guckt immer hier unten, welche Teile drankommen in dem Bauschritt und legt euch die parat. Ich weiß, ich bin da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht bin ich überheblich, vielleicht denke ich, ah, ich sehe das ja anhand des Bildes schon. Manchmal geht mir aber tatsächlich was durch die Lappen. Gerade weil Kobi halt auch so tolle Dinge macht wie: Wir haben eine große Baugruppe und jetzt zeige ich, wie die Baugruppe an den Rumpf dran gemacht wird. Und in dem Bild, wo die Baugruppe drankommt, wird aber hier noch so ein Einser hingesetzt, so ganz versteckt. Und das übersehe ich dann. Das übersehe ich jedes Mal, weil ich das von Bauanleitungen so nicht kenne. Naja, eigentlich müsste ich es mittlerweile wissen von Kobi, dass Kobi da gerne was reinschmuggelt, um mich zu vereimern. 11 Tüten gibt es, also 11 große Beutel, nummeriert von 1 bis 11. Und darin sind dann jeweils mehrere kleinere Tüten. Ich habe für Instagram mal so einen kurzen Clip gemacht, wo ich einfach so alle Tüten schön hinlege und die Übersicht zeige, was ist in der Kiste drin. Das blendet Bartosch gerade mal ein. Ihr seht also 11 Tüten, ihr seht die drei Anleitungen und ihr seht zwei sehr große hellgraue Platten. Das sind irgendwie 8x16 oder 12x irgendwas Platten. Ich weiß es gerade nicht mehr. Sie sind hier drin auf jeden Fall verbaut. Die werden dann in einzelnen Bauschritten mit dazugenommen. Die zwei Platten, die sind nicht in Tüten drin. Alles andere ist in Tüten. Und diese Tüten, diese einzelnen Bauschritte sind so übersichtlich, dass man dieses Schiff wirklich auf einem Schreibtisch bauen kann. Also ich habe für das Schiff, das wird natürlich immer größer, klar, aber ich habe nur ungefähr so viel Fläche gebraucht für die Teile. Das ging alles so auf so einen Bereich. Immer Tüte 1, Tüte 2. Man kann nach jeder Tüte sagen, okay, jetzt reicht's erstmal, baue ich irgendwie heute Abend oder am nächsten Tag weiter. Ich würde sowas Großes ohnehin nicht am Stück bauen, wenn ich ehrlich bin. Ich genieße das dann lieber so und teile mir das ein bisschen ein. Man baut erst den Bug, dann baut man das Heck so bis zur Mitte und irgendwann setzt man dann in so einer Hochzeit quasi als ersten Bauschritt des dritten, ja hier, als ersten Bauschritt des dritten Buchs quasi, setzt man Vorderteil und Hinterteil zusammen, baut in der Mitte auch nach oben und dann hat man auch die Aufbauten und ist fertig. Ich habe ja gesagt, es gibt viele Prints, ne? Allein das Flugdeck, das ist doch mal großartig.
das Flugdeck ist super. Nein, das sind keine Sticker, nein, das sind alles Prints. Auch hier vorne beispielsweise sind das vier Fliesen, passt perfekt zusammen, super. Die kleinen Flugzeuge, das eine, was hier so schön startet gerade, sind bedruckt. Hoheitsabzeichen auf einem Flügel und das Cockpit ist aufgedruckt. Wir haben winzig kleine bedruckte Teile. Das hier ist mein Liebling. Das ist ein kleiner Einser, ein Einserfliese mit zwei Fenstern hier so vorne drauf und einem dritten Fenster auf der Seite. Geil. Also ich meine, das zu bedrucken ist alleine schon ein ziemlicher Aufwand. Also denke ich mal, weil man kann das ja, man muss das dann irgendwie zweimal auf sehr unterschiedliche Arten und Weisen irgendwie so fixieren, dass der Drucker da drauf kann. Finde ich großartig. Oder auch hier, das ist ein Teil, ich krieg's auch leicht ab vermutlich. Ja. Hier ganz unten eine 1x4 Plate, die auf drei Seiten solche Bullaugen hat. Oder hier das kleine Transclear-Teil, so eine Radaranlage oder so, wo auch was draufgedruckt ist. Es gibt jede Menge solcher bedruckter Teile. Auch Teile, bei denen man den Druck hinterher gar nicht sieht. Hier vorne in der Mitte habt ihr ein 1x4 Plate mit Noppen auf zwei Seiten. Baurichtungsumkehrer. Ist ja großartig, dass Kobi sowas hat. Wenn ich jetzt hier mal den einen abmache, seht ihr hier diese offenen Noppen hier, das sind Baurichtungsumkehrer. Und das hier vorne ist eine 1x4 Plate, die bis hier hoch geht und die ist rot. Bis auf die Stelle hier oben, da ist auf der Seite einfach schwarz aufgedruckt, damit man hier viel Stabilität hat. Denn das hier, das alles andere sind natürlich getrennt, die sind natürlich getrennt voneinander und hier vorne hat man es miteinander verbunden, indem man hier einfach schwarz aufgedruckt hat. Geil. Also Kobi mit den bedruckten Teilen hier, super. Auch hier diese schrägen, das sind 2x2 Slopes, hier oben der schwarze Streifen, ist aufgedruckt. Ist einfach genial. Das Schiff hat mir beim Bauen sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe letztes Jahr schon gedacht, Mensch, jetzt sind so viele, es gibt Schlachtschiffe und so, was jetzt noch fehlt, wäre ein Flugzeugträger. Und dann habe ich irgendwann die erste Ankündigung dieses Sets gesehen und mir gedacht, geil, endlich ein Flugzeugträger. Es wird ja nicht der einzige sein, es wird auch der deutsche Flugzeugträger Graf Zeppelin kommen. Wenn ich mich nicht ganz toll irre, ist der nie in Dienst gestellt worden. Aber bin da noch nicht ganz so informiert drüber. Über das Set bin ich informiert. Das ist das höchst dekorierte Schiff der US-Marine, in der Geschichte der US-Marine. Also kein Kriegsschiff der US-Marine, seit es die Marine gibt, seit 1776, hat mehr Auszeichnungen bekommen als dieses Schiff. Denn im Pazifikkrieg des Zweiten Weltkriegs war dieses Schiff bei so ziemlich jeder größeren Operation dabei. Erinnert ihr euch an den Doolittle Raid, von dem wir gesprochen haben, als wir euch den B-25B-Bomber vorgestellt haben, wo ich erzählt habe, dass diese Bomber, obwohl sie eigentlich gar nicht dafür ausgelegt waren, auf dem Flugdeck der USS Hornet bis vor die japanische Küste gefahren wurden? Da war die Enterprise, das Begleitschiff, um mit den Jägern, die sie halt starten konnte, wenn die USS Hornet komplett belegt war, da war alles voll mit diesen Bombern, gab Geleitschutz, damit die Flieger der Enterprise die Bomber vor Angriffen der japanischen Marine schützen konnte. Da war er dabei. Bei der Schlacht um Midway, großer Wendepunkt des Pazifikkriegs zwischen Japan und USA, war er dabei. Er war so ziemlich überall dabei. Also ein nicht unwichtiges Schiff. Umso verrückter, dass es 1958 verschrottet wurde. Als Original, nicht das hier. Ne? Das ist 1947 außer Dienst gestellt worden. Und es gab zwar viele Anstrengungen, das als Museumsschiff zu erhalten, aber die verschiedenen Veteranenorganisationen bekamen nicht genug Geld dafür zusammen. Und dann wurde es halt irgendwann 1958, glaube ich, verschrottet. Also einige Schiffe wie die Missouri oder so sind noch als Museumsschiffe erhalten geblieben, aber die Enterprise ist weg. Es fährt momentan ein Flugzeugträger Enterprise der Nimitz-Klasse über die Weltmeere und es 2025 gibt es wieder eine Enterprise der General Ford-Klasse des neuen
der neuen Klasse der US-Flugzeugträger. Aber dieses Schiff gibt es jetzt nur noch als Modell und auf Fotos. Kobi hat es jetzt auch und ich bin sehr angetan. Also das Schiff wird bei mir zu Hause im Regal stehen, bei meiner USS Missouri, die ich, wenn ich will, zur Iowa umbauen kann, und bei der Yamato. Die passen wunderbar zusammen, denn die haben sich auch tatsächlich im Pazifik gegenübergestanden. Also nicht so auf Sichtweite, sondern bei der Schlacht um Midway war die Yamato beispielsweise auch dabei, aber ja. Die Yamato, von der ich gerade spreche, auch 2500 Teile, also 2510, 2500, gleiche Preisklasse, 140 Euro, knapp, haben wir bereits seit letztem Jahr im Sortiment und das war eines der ersten Schiffe, die keine Sticker mehr hatten, nur noch Prints. Da geht bei Kobi der Trend jetzt hin und das finde ich persönlich großartig. Bei der Tirpitz gab es ja jede Menge Sticker. Das habe ich auch zu Hause. Die Iowa-Missouri, die hat 10 Teile, die nur dafür da sind, quasi den Schiffstyp von Missouri zu Iowa zu ändern. Habe ich auch im Video erklärt. Und Fans des World of Warships Online-Spiels können sich die Missouri auch in dieser World of Warships-Edition holen, die äußerlich exakt der Missouri aus dem anderen Kombi-Set entspricht, aber einen Bonuscode für das Spiel beinhaltet. Deshalb ist dieses Set auch 10 Euro teurer. Mein Rat, falls ihr das Spiel spielt, denkt drüber nach, sind ein paar Goodies für das Spiel dabei. Falls ihr das Spiel nicht spielt, nehmt die Historical Collection. Da steckt quasi die Iowa mit drin. Ja, fassen wir doch mal zusammen. Das ist das Kobi-Set 4815, 2510 Teile, wie gesagt. Preis knapp 140 Euro. 84 cm lang, 13 cm breit, 22 cm hoch. Für mich war das Bauen entspannt. Also wirklich entspannt in der Hinsicht, dass ich immer nur eine überschaubare Anzahl von Teilen hatte, dass es zwar coole Bautechniken gibt, aber nichts, was wirklich schwierig war. Das Schwierigste ist letztendlich, wenn man irgendein großes Rumpfteil, also irgendwie so einen Teil hat, den dann mit ordentlich Schmackes hier dran zu drücken, damit die Noppen alle passen. Denn das sind nicht oben 4 und unten 4 Noppen, die das Ganze zusammenhalten. Nein, das sind auf der ganzen Fläche dann irgendwie 40 Noppen. Also Kobi verbaut hier Brackets ohne Ende, um das Ganze sehr, sehr stabil zu haben. Also hier am Rand des Flugdecks sollte man es nicht unbedingt anfassen. Aber ansonsten ist das Ding quasi ein ähnlicher Baseballschläger wie die Schlachtschiffe. Das ist super, duper stabil. Muss es als Set für ein Regal eigentlich nicht sein. Ich meine, das ist natürlich kein Spielset. Ich weiß nicht, ja gut, ich kann mit den Flugzeugen so ein bisschen, aber es ist ein Displaymodell und es ist ein ausgesprochen stabiles Displaymodell. Haben hier auch die Ruderanlage natürlich und die 4 Schrauben dargestellt. Hier am Heck haben wir den Namenszug, ne, die Enterprise nochmal stehen, wie sich das für die Schiffe gehört. Wir haben obendrauf am Bug und am Heck die 6, damit die Flieger auch sehen, dass sie auf dem richtigen Schiff landen. Ist toll. Ich habe großen Spaß gehabt. Ich kann das Set sehr empfehlen. Ja, klar, den Karton habe ich hier auch noch. Da stehen auch noch so ein paar Daten hinten drauf, wie das immer so ist. Es gibt ein paar Originalfotos auf der Rückseite, wie Kobi das häufig macht. Und wie gesagt, von mir aus uneingeschränkte Empfehlung, falls euch das Thema interessiert. Falls ihr nur an Teilen interessiert seid für andere Bauprojekte, sei euch gesagt, dass Kobi hellgrau ist nicht vom Farbton her das Light Bluish Grey von Lego, Xingbao, von uns. Das ist ein anderer Farbton. Das Hellgrau hier ist ein bisschen kälter. Ihr könnt das mit anderen Kobi-Teilen natürlich wunderbar verbauen. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, meine Yamato zu einer Shinano umzubauen. Also das ist Yamato-Rumpf. Das war das dritte Schlachtschiff, das aber zum Flugzeug als Flugzeugträger fertiggestellt wurde. Aber das Hellgrau ist tatsächlich nicht kompatibel vom Farbton her mit
dem Light Bluish Gray, wie ihr es kennt. Also da sollte man innerhalb der Kobi-Teile bleiben, es sei denn, man möchte diesen leichten Unterschied vielleicht sogar bewusst haben. Dafür sind die Teile toll. Es sind ein paar Teile übrig, aber nur sehr wenige. Ihr kennt die berühmte Kobi-Noppe mittlerweile mit dem Noppenaufnehmer. Die Innennoppe, mit der man quasi aus einem normalen Teil einen Baurichtungsumkehrer machen kann, sodass man dann in die andere Richtung weiterbauen kann. Von diesen Teilen sind hier auch einige enthalten. Ansonsten auch Baurichtungsumkehrer in 2x2, in 2x1, in 1x1, in 1x4. Jede Menge coole Teile. Für heute war es das damit schon aus dem Noppenstein-Studio. Ihr wisst ja, Noppensteine kann man nie genug haben. Und beim nächsten Mal gibt es noch mehr. Ich wünsche euch allen viel Spaß beim Bauen.